Das müsst ihr verstehen, Männer. Sie war eine dicke Frau. Nicht groß, aber dafür umso dicker. Talk of Color? Nein, das kann er jetzt nicht machen mit uns. Seht. So seht, ein Jünger. So zehret doch die Kraft vom Sauri. Skipper, schrei nicht so rum. Oh, da ist ein Kumpel. Skipper! Na, na. Ich sage nur, Bohnen für die Bohnenliebhaber. Skipper? Das müsst ihr verstehen, Männer. Sie war eine dicke Frau. Nicht groß, aber dafür umso dicker. Und mein Job bestand darin, ihr das Essen auf einem Tablett mit Rädern ins Wohnzimmer zu fahren. Dann habe ich sie mit einem großen silbernen Holzlöffel gefüttert. Skipper, was erzählst du uns da? Ja, und ich sagte noch, Sturzbecher von Tränen werden sich über den Sünder ergießen. Skipper? Ja, Private? Alles in Ordnung mit dir? Natürlich, mir ging's noch nie besser. Wir haben sonniges Wetter. Ein rostiges Gewehr in der Hand. Was will man mehr? Und wie immer sind wir fünf glücklich beieinander. Kowalski? Private. Ich glaube, der Skipper hat laut meinen empirischen Messungen, die ich in dieser kurzen Zeit vornehmen konnte, einen Tarkov-Collar. Tarkov-Collar? Nein, das kann er jetzt nicht machen mit uns. Er kann doch jetzt hier nicht völlig ausflippen. Und so sprach ich zum Herrn, es möge aufhören zu regnen. Rico, sag lieber nichts. Ich glaube, er checkt es eh nicht. Oh, habt ihr Ahnung? Habt ihr eine Ahnung? Er checkt alles. Der Skipper checkt alles. Oh, Skipper, Schritte! Tritte? Schritte, Skipper! Reiß dich zusammen! Sonst wirst du degradiert und ich übernehme die Befehlsgewalt. So tue er dies. Männer, ich übernehme die Befehlsgewalt. Aber ein guter Schuss, Skipper. Danke, mein Herr. Skipper, ich bin's, Kowalski. Wir haben uns fast auch nicht erschrocken. Was gibt's denn hier Schönes in diesem Laden? Ein Hammer, Männer. Den können wir mitnehmen. Oh, ach, ich höre Schritte. Ich auch, Sir. Private. Du musst mich nicht so nennen. Ich bin immer noch Kowalski für dich. Ei, ei, Kowalski. Oh. Oh, feinster Loot. Den schröpfen wir, Männer. Ach, passt da nicht rein. So. Das tue ich. Werner, ich bin etwas aufgeregt. Mein erstes Kommando. Das Hochbetrieb, Kowalski. Seht. So seht, ein Jünger. Ein Jüngling,
ein holder Jüngling. Skipper, reiß dich jetzt zusammen. Oder wir kleben dir das Maul, den Schnabel zu. So, hin damit. Das ist immer noch Hochbetrieb. Ja, Rico, ich hab's ja verstanden. Das ist ein Skeff. Du sagst das. Du meinst, wir sollen abknallen? Dann gucken wir mal. So, die Weste dahin. Die Body Armor, meine ich. Sieht man sie? Ja, ist noch zu offensichtlich. Ich sag euch, Männer, wir hätten mit dem Auto herfahren sollen. Skipper, mit welchem Auto? Wir haben gar kein Auto. Wenn wir daran glauben würden, hätten wir auch eins. So wie mit der Blumenvase. Welche Blumenvase, Sir? So schnell. Bing. Guter Schuss, Kowalski. Danke. Endlich darf ich mal die Waffe benutzen. Es geht mit mir durch. Nein, Kowalski. Reiß dich zusammen. Nicht, dass du auch noch den Dark of Color kriegst. Rico und ich schaffen es nicht ohne euch. Rico? Wer ist Rico? Kowalski, willst du sie mal klären? Private, willst du sie mal klären? Ich weiß nicht, Kowalski. Ich fühle mich so ohnmächtig. Wir haben eine Pulle Wodka. Und ich habe zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Oh, BS-Munition. Wir ziehen die Pulle Skipper über den Schädel und hoffen, dass er wieder gerade denkt. Oder wir schütten sie ihm in den Hals, dass er wenigstens ruhig ist. Okay, dann wollen wir mal sehen, was dieser Sportsfreund für uns hat. Sauri. Zehret Kraft vom Sauri-Männer. Nicht jetzt, Skipper. Wir sind alle noch satt. So zehret doch die Kraft vom Sauri. Skipper, schrei nicht so rum. Ich bin ja schwer am Überlegen. Oh ja. Überlegen. Über und legen. Das sind zwei Worte, Männer. Nein, Skipper. Nur eins. Wer sind Sie denn überhaupt? Skipper, ich bin Kowalski. Ich möchte ihm am liebsten eine klatschen, Private. Ich auch, Kowalski. Wenn er so weitermacht, kriegt er auch eine gefangen. Wir brauchen keinen Irren hier auf unserer Mission. Lautere, leckere Sachen, Männer. Wir können sie nicht alle vertilgen. Sind das heute die Lootheiligen, Sir? Kowalski. Oh, da läuft einer. Hat er doch bestimmt gehört, Kowalski. Kann schon gut möglich sein, Private. Das kann schon gut möglich sein.
Was sagen deine wissenschaftlichen Sensoren, Kowalski? Wahrscheinlich hat er es doch nicht gehört. Oh! Huhu! Er hat sich bestimmt erschrocken. Komm, den knallen wir ab, Männer. Granate raus. Oh, da ist ein Kumpel. Lauft, lauft. Kommt mit. Flucht, aua. Ey, er kriegt sich gar nicht wieder ein. Nein, so war dein Schuh draus. Es ist nicht dasselbe, wenn Skipper nicht das Sagen hat. Oh, Sole mio, na, 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 na. Skipper! Na, 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 na. Skipper! Na, na. Jetzt ist Ruhe, Männer. Ja, ich glaube, du hattest keine andere Wahl, Kowalski. Das glaube ich auch, Private. Private. Ich werde schon ganz irre, Mann. Es springt doch wohl nicht über. Nein, Kowalski, reiß dich zusammen, reiß dich am Riemen. Du kannst mich doch hier nicht im Stich lassen. Oh, Blut. Rico ist ja auch noch da. Rico, meinst du wirklich? Oh, wir haben eine ordentliche Blutspur hinterlassen. Rico, du musst Skipper tragen. Ja, ja, ja. Du bist der größte und kräftigste von uns allen noch. Wir wissen, dass Skipper nicht der schlankste ist. Aber... Oh, ein Magazin. Aber einer muss ihn ja schleppen. Und ich habe schon die Waffe und Private ist einfach zu klein. Jetzt stopfen wir mal gute BS-Munition rein. Oh, Männer, da lief einer. Kommt da hier rein, Kowalski. Möglicherweise. Nein, er rennt weiter. Komm, den schießen wir ins Kreuz. Wo ist er? Mist, ich sehe ihn nicht. Pass auf, Kowalski, pass auf. Ja, ja. Du kannst nicht verstehen, was es für eine... Oh, da vorne läuft er. Checkt's nicht. Doch, ich glaube, er weiß, wo wir sind. Nee, er weiß es nicht. Kowalski, du hast ihn umgenietet. Ja, er ist zusammengesackt wie ein nasser Sack. Los, schnell unseren Rucksack holen. Wo habe ich den jetzt hingepackt? Hier irgendwo ins Gebüsch. Hä? Vielleicht doch woanders. Männer, könnt ihr euch noch dran erinnern, wo er lag? Mist, wo habe ich den hingepackt? Nee. Was für ein Scheiß.
Kowalski, unser schöner Loot. Ja, Private, du bist nicht förderlich. Erinnere dich lieber, wo ich ihn hingepackt habe. Ich weiß es nicht mehr, Kowalski. Jetzt hör auf zu heulen. Da ist er ja, da ist er ja. Doch hier. Hä, wieso haben wir ihn vorher nicht gesehen? So, dann wollen wir uns mal ein bisschen beeilen. Wir müssen auch noch eine weite Strecke laufen, um rauszukommen. Schnell den Bruder looten und dann geht's raus. Rico, kannst du Skipper noch tragen oder wird da schon zu schwer? Okay. Dann hoffen wir, dass er bald aufwacht. Kann mir gut vorstellen, dass dir der Rücken wehtut. So, da liegt er. Oh. Dann können wir endlich mal den Weihnachtsbaum aktivieren. Eine Pelzmütze. Aber du hast ja erst letztens eine gekriegt vom Skipper. Das stimmt. Und sie ist noch so gut wie neu. Das möchte ich ja hoffen. Du hast sie ja bis jetzt noch nie getragen. Was ist das? Er war übelst neugierig. Was war mit ihm nicht in Ordnung? Oh Mann, wie er geguckt hat. Es hat aufgehört zu regnen, Männer. So, dann raus hier. Wir haben ja nichts mehr verloren. Was? Skipper kommt zu sich? Männer, wo sind wir? Oh, wir waren fleißig. Wir haben einen erschossen und nicht die Mark abgenommen.